Herzlich willkommen beim Motorradmagazin am Stand von Metzeler Motorradreifen mit Ben. Servus. Vor der Harley, ich habe es noch immer noch nicht gemerkt, FXDR. Genau. Okay. Also ein echter Power Cruiser. Ja. Hat so ein bisschen diesen Track-Bike-Look und soll auch mörderisch gehen. Und dafür muss es natürlich potente Reifen geben und ihr habt da auch ein neues Modell im Programm. Genau, richtig. Also wir haben einen wirklich sehr stark performanceorientierten Reifen letztes Jahr im Dezember auf der Custom Bike rausgebracht, was ja gerade für diese Reifen, für die Motorräder wirklich die perfekte Veranstaltung ist. Das ist der CruiseTech, das ist ein Reifen, den hat es so bisher einfach noch nicht gegeben. Das ist ein Reifen, der wirklich ganz klar auf dieses Thema Performance Cruising geht, wo die Leute wirklich Schräglage fahren wollen, die wirklich richtig Grip haben wollen, auch wenn sie entsprechend in den Kurven reingehen. Und das haben wir mit dem Reifen wirklich, wirklich gut geschafft. Mhm. Wir haben zum einen am Hinterrad eine Bicomat-Mischung. Ganz klassisch heißt, wenn man gerade aus, wir da gerade natürlich bei dem Gewicht, was die Bikes haben, haben wir härtere Mischung, was natürlich gut ist für die Laufleistung des Reifens. Wenn man dann an die Flanke rausgeht, an die Seiten, haben wir dann natürlich eine weichere Mischung, die natürlich gerade beim Kurvenfahren dann entsprechend Grip verleiht. Ja. Was auch den Reifen auszeichnet ist, wir haben einen sehr hohen Silika-Anteil, was natürlich Nasshaftung entsprechend weit nach oben bringt. Das heißt, man kann mit dem Reifen wirklich auch bei nassen Bedingungen sehr gut fahren, wofür unter anderem auch das wirklich sehr moderne Profildesign verantwortlich ist. Das heißt, wir haben extrem gute Wasserdrainage, gerade auch auf den Seiten in Schräglage wird das Wasser wirklich gut abgeführt und hat guten Grip. Und das sind so die Key Facts, die den Reifen wirklich so besonders machen. Was die harte Mischung trotzdem nicht aushält, sind richtige Burnouts. Auch dann geht er in Rauch auf. Was ich aber auch immer öfter lese, das ist ganz interessant, dass der Reifen mit den Fahrassistenzsystemen sozusagen zusammenarbeitet. Das steht auch hier im Pflichtenheft sozusagen, im Entwicklungsheft drinnen. Genau, das ist, glaube ich, bei allen Reifenherstellern so. Dass, gerade bei Metzler wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man dieses Thema entsprechend auch angeht in Entwicklung. Das heißt, gerade auch bei diesen ganzen Bikes, die entsprechend viel Gewicht haben, entsprechend viel Leistung haben, ist es auch wichtig, dass man die Kraft entsprechend auf die Straße bringt, entsprechend Traktion und Grip hat. Und dafür werden diese Reifen auch entwickelt. Das heißt, die Reifenkontur, die Karkasskonstruktion wird natürlich so angelegt und so verfeinert und noch so weit entwickelt, dass man natürlich immer das bestmögliche Feedback und die bestmögliche Abstimmung mit den elektronischen Assistenzsystemen hat. Ihr habt auch schon wirklich viele Dimensionen am Start. Hast du die schon abgezählt? Ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht machen. Also wir haben über 20 Dimensionen. In der Breite hinten gehen wir gerade aktuell bis 260. Man muss natürlich schon berücksichtigen, dass der dann eine andere Schulter hat als ein schmälerer Reifen. Ne? Genau, also der hat eine andere Schulter, der hat eine Reifenkontur. Wodurch sich der Reifen aber auch speziell aussehen ist, dass die Reifenkontur so designt wurde, dass der Reifen über die gesamte Lebensdauer die gleichen Fahreigenschaften hat. Das heißt, mal nicht so, wie man es klassisch hat bei einem Reifen, gerade bei den großen, schweren Bikes, dass sich der Abfahrt, dass man irgendwann dann dieses Eckige hat, sondern bei dem ist es wirklich so, der fährt sich sehr rund ab und dadurch haben wir über die gesamte Lebensdauer dieselben Fahreigenschaften. Ja. Na gut, sehr cool. Ich hoffe, ich kann bald das Motorrad fahren und am besten noch mit eurem Reifen. Perfekt. Auch auf meinem privaten Cruiser hatte ich einen Metzeler, allerdings diesen alten ME880 oder genau, so. Genau, ja. Den Marathon Ultra, den Triple Eight. So, jetzt ist da schon wieder wie jemand und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, schenkt uns einen Daumen hoch. Und danke. Und wir verabschieden uns und sehen uns zu Saisonanfang auf der Straße. Super, danke. Danke. Ciao, servus. Ciao.